Hallo auch von meiner Seite. Ich habe jetzt die Aufgabe, nach der Einführung Sie abzuholen mit einem Thema, was eigentlich am Rande nur mit Storage zu tun hat. Aber immer wieder sich auf die Storage-Welt beziehen wird, beziehungsweise auch die Entwicklung in der Storage-Welt. Eigentlich geht es in meinem Vortrag mehr um die kleinsten Komponenten in der IT-Welt, in der Storage-Welt, Internet of Things, Sensoren. Und ich stelle eben die angesprochene These im Laufe des Vortrags mal auf, wie sich die Storage-Explosion in den Rechenzentren tatsächlich auswirken könnte, wenn eben IoT, Internet of Things, Industrial Internet of Things so explodieren würde, wie es prognostiziert wird. Ich sage eben oder stelle eine These auf, dass die Entwicklung auch ganz anders aussehen könnte. Yes. Ich werde Ihnen nachher noch erklären, oder Sie werden im Laufe des Vortrags verstehen, warum ich ab und zu mal Yes sage. Spielt eine zentrale Rolle. Das heißt, in meinem Vortrag geht es eigentlich um IoT. Was ist IoT? Was steckt hinter IoT? Hilfe meine Sensoren werden intelligent oder mein Sensor denkt. Und das hat auch natürlich einen gewissen Einfluss auf die Entwicklung in den Rechenzentren, in den Storages. Aber bevor ich Ihnen erzähle, was hinter einem IoT, Internet of Things, steckt, möchte ich Ihnen natürlich auch ein bisschen erzählen, was steckt hinter mir? Wer bin ich? Wer ist die MIBCON.de oder MIBE Consulting? Ich komme aus der Hardcore-Elektrotechnik, habe eben tatsächlich Industrieanlagen, Elektroniker gelernt im Zementwerk. Habe da eben meine ersten elektrischen Gehversuche auch gemacht. Wird sich denn eben auch wieder durch den Vortrag ziehen. Sie werden feststellen, dass ich über die Dinge, die ich rede, die probiere ich gerne auch selber aus. Ich habe später Elektrotechnik studiert, die eher mathematiklastige Variante Regelungstechnik, und habe eben zu der Zeit im Studium auch schon meinen Zugang zu neuronalen Netzen gefunden, damals allerdings noch in der biologischen Form und eben nicht in der elektronischen Form, wie wir sie hier denn in irgendwelchen GPU-Clustern oder sonst wo in der Industrie auch finden. Im Bereich der biologischen neuronalen Netze, das war eben tatsächlich in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, da haben wir auch schon mal am Institut für Neurobiologie und Hirnforschung in Darmstadt den Versuch unternommen, ein kleines neuronales Netz, damals 6 Synapsen, auf einer PDB-11 zu simulieren, nachzubauen. Der hat da noch ganz schön lange rumgerechnet, um tatsächlich Ergebnisse zu liefern, die man auch erwartet hat. Der weitere Werdegang geht so über die medizinische Bildverarbeitung, klassische Bitmap-Technologie, Assembler-Programmierung hin ins Enterprise Computing. Ich habe mit einem Kollegen Anfang der 90er Jahre die Best Systeme GmbH in Unterföhring gegründet, ein Sun und Oracle Systemhaus, der sich von Anfang an auch mit Storage-Technologien damals beschäftigt hat. Angefangen damals tatsächlich, dass man versucht hat, die Datenbank-Tabellen, sogar die Queries
auf Spindeln abzubinden. Das heißt, Storage Sizing war da noch ein richtig toughes Handwerk zu der Zeit. Hat sich natürlich dann alles auf dem Wege hin zu Software-Defined Storage mit Storage Services und so weiter komplett weiterentwickelt. Wir haben in dem Unternehmen eben auch solche Sachen entwickelt und nachher bei den Kunden implementiert, wie Auto-Archiving Infrastructure für Backup. Das heißt, der Kunde hat nicht nur ein Enterprise Backup gemacht, sondern hat eben auch gleichzeitig Compliant Archiving damit machen können. Später ist das Business mehr und mehr beratungslastig geworden. Als klassische Spielkinder, zwei der Spielkinder sind heute auch hier, das ist der Wolfgang und das bin ich, haben wir natürlich immer neue Technologie, die so der Markt oder die auf den Markt gekommen ist, uns raufgegriffen und haben überlegt, was kann man damit machen, was kann man damit im Sinne des Kunden machen. Und so kam eben in der Zeit, dass wir Entwicklungen gemacht haben, die vor uns noch keiner gemacht hat. Wir haben in der Sun-Welt relativ viele Erstinstallationen europaweit, zum Teil weltweit gemacht. Meistens waren das dann auch Storage-Systeme, die über Long Distance geclustert waren. High-Performance-Storage-Systeme mit die schnellsten Storage-Systeme, die im Markt verbaut worden sind, On-Purpose-Storage-Systeme. Thema künstliche Intelligenz oder Systeme für, im Bereich High-Performance-Computing, dort sind wir auch einen anderen Weg gegangen als die meisten anderen. Also wir haben keine großen Cluster gebaut, die mit sehr vielen Knoten High-Performance-Computing machen, sondern wir haben entweder Single-Brain-Image, das heißt sehr viele Cores in einem Single-System-Image, Linux-Image meistens, oder was wir denn Smart-HPC genannt haben, eben High-Performance-Computing auf GPU-Karten im System. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu. Ich habe mich denn vor einiger Zeit von dem Unternehmen getrennt, bin seitdem als strategischer Berater in den Rechenzentren unterwegs. Die Trennung ist deswegen erfolgt, damit ich neutral, herstellerunabhängig in den Rechenzentren eben Strategien beraten kann und den Kunden eben auch erklären kann, in welche Richtung wäre es sinnvoll zu gehen. Also gerade bei solchen Themen wie Data Analytics, Business Analytics. Das heißt, ich greife auf sehr viel Erfahrung in den Rechenzentren zurück. Und wer sich mal überlegt, wer den Zeitraum so imaginär vor sich vorbeiziehen lässt, wird feststellen, es gab in dieser Zeit sehr, sehr viele Paradigmenwechsel im Rechenzentrum, die wir begleitet haben, wo wir unsere Kunden begleitet haben. Und wir wissen eben sehr genau, wo die Kunden herkommen und wo die Kunden hinkommen. Das ist eigentlich auch das Business der MIPCON.de oder der Consulting GmbH, die eben solche Strategien in den Rechenzentren berät. Ein Projekt möchte ich noch rausgreifen, bevor ich zum eigentlichen Thema komme. TauCamp for Life. Warum greife ich es raus? Da geht es um neuronale Netze, da geht es um künstliche Intelligenz. Ein Forschungsprojekt, das wir eben vom BMBF gefördert begleitet haben auf der technischen Seite. Es geht letztendlich geht es um Imaging aus der Hirnforschung. Da kommt schon wieder der erste Rückschluss zum Institut für Neurobiologie und Hirnforschung. Das heißt, dort ist eine Kamera entwickelt worden, die Live-Imaging macht. Jetzt wird jeder sagen, Live-Imaging ist jetzt kein großes Thema. Ist ein großes Thema, wenn ich das in der Laserscan-Mikroskopie mache, in der konfokalen Mikroskopie. Wenn es darum geht, die Reaktion von Zellen
eben aufzunehmen. Während ich hier vorne stehe und rede, werden die Gehirne der meisten Zuhörer innerhalb von Nanosekunden synaptische Verbindungen aufbauen. Und bei dem einen oder anderen werden die in Mikrosekunden auch wieder zerfallen, weil sie sagen, jo, interessiert mich eigentlich gar nicht, was der da erzählt. Oder ist jetzt nicht mein Thema, steige ich wieder aus. Das macht das Hirn selbstständig. Und eben diese schnellen Verfahren aufnehmen zu können, brauche ich ein Kamerasystem, was in der Lage ist, sehr, sehr schnell bewegende Bilder aufzunehmen. Aber das Ganze auch im Low-Light-Bereich. Low-Light-Bereich heißt, ich darf eigentlich nicht fremd beleuchten, weil ansonsten die Zellen in dieser Zeit absterben, in der ich sie beobachten möchte. Das geht hierbei um genetisch veränderte oder geimpfte Zellen, die eine Autofluoreszenz entwickeln. Die Kamera ist kein CCD-Sensor, sondern ist ein Photonendetektor, kommt aus der Militärtechnik, Solar-Blind-Geräte, die eben sehr weites Spektrum haben. Und die nehmen eben indirekt die ausgesonderten Photonen, die die Zellen aussondern, wenn sie gereizt werden, nehmen die indirekt auf, machen da draußen ein Bild. Und das kann man nachher bewerten. Machen da draußen ein Bild ist ein bisschen einfach gesagt, weil ich habe ein Photon, das muss ich verstärken, millionenfach. Dann kriege ich eine Elektronenwolke oder Fotoelektronenwolke. Und da will ich eigentlich nachher die Koordinate bestimmen aus der Wolke. Das heißt, das ist so eine Funktion, um die es hier geht, die ich mathematisch in Echtzeit berechnen möchte, um nachher eine XY-Koordinate zu bekommen. Da ist ein bisschen Hokuspokus-Mathematik dahinter. Da sind FPGAs dahinter, mit denen wir die elektronischen Signale vereinfacht haben, mathematisch vereinfacht haben. Und es steckt ein neuronales Netz dahinter, was nachher uns die XY-Koordinate in nahezu Echtzeit liefert. Und das soll dieses Bild hier auch symbolisieren. Das ist ein Glas, auf das wir einen 30 Pikosekunden Laserpuls geschickt haben. Und in 80 Pikosekunden Abständen, so hoch ist die Framerate der Kamera gewesen, ist eben ein Bild geschossen worden und somit sieht man eben auf diesem Bild hier die Ausbreitung des Lichts. Hört sich jetzt alles basic an, wozu braucht man das? Letztendlich geht es um dieses Thema hier. Das heißt, die künstliche Intelligenz bringt uns an einen Punkt, solche Signale eben tatsächlich zu bewerten, zu berechnen und das in Echtzeit, weil uns die Compute-Leistung zum Beispiel in Form von GPU-Grafikkarten mittlerweile zur Verfügung steht. Noch ganz kurz, das Projekt ist abgeschlossen, ist ein BMBF-Projekt mit einer Laufzeit von 3 Jahren gewesen. Es gibt eine Ausgründung, Exist-Gründung nennt sich das, Firma Photonscore. Die vertreiben die Kameras mittlerweile als fertiges Produkt. Interessant daran ist, dass der Hauptanwendungszweck, der ursprünglich eigentlich Medizin und Biologie war, mittlerweile die Quantenphysik ist. Das heißt, in den quantenphysikalischen Instituten der deutschen Universitäten stehen mehrere von diesen Kameras, sind auch entsprechend bewertet worden. Gut, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Was ist eigentlich IoT, Internet of Things? Es sind Sensoren, die an irgendwelchen Geräten sind. Sensoren, die ich in Wälzlager, Radlager, in Lager einbaue. Sensoren, die ich in irgendwelche Autos einbaue, in Waschmaschinen und sonst irgendwas einbaue, die entweder direkt oder indirekt eine Verbindung zum Netz herstellen können, um eben die Daten, die die Sensoren aufnehmen, weiterzuleiten, damit ich die speichern, analysieren, bewerten kann. Das kann entweder im eigenen Rechenzentrum sein, das kann in der Cloud sein, wird oftmals in der Cloud sein. Warum?
das sehen wir schon. Was ist jetzt aber eigentlich ein Ding, so ein Sensor? Und da kommt es dann schon wieder, als Spielkind gucke ich mich natürlich dann um und gucke, was bietet mir der Markt? Zum Beispiel so ein von Texas Instrument, Einzelstückzahlen um die 40 Euro, hat die Größe von einem Schlüsselanhänger, ein bisschen größer. Und da ist relativ viel Rechenleistung schon drin. Da ist Wi-Fi mit drin und da ist eine Latte von Sensoren drin. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, ich kann das als Privatperson bei irgendeinem Elektronikhändler wie Mauser und Ähnlichem kaufen. Oder ich kann als Unternehmen die MCU, die da drauf ist, also die im Prinzip das komplette elektronische System als Chip oder als System on a Chip bei Texas direkt beziehen, um daraus einen Sensor zu bauen. Ich kann mit dem Sensor einmal sofort per Bluetooth oder Wi-Fi eine Verbindung zu meinem Android-Telefon oder zu meinem iPhone aufbauen und kann die Sensoren auslesen, kann damit rumspielen oder die iPhone-User, die kennen vielleicht Tech Basic. Das ist so ein Basic-Framework, auf dem ich dann auch eigene Anwendungen programmieren kann, auf meinem Handy, auf meinem iPad, die mit dem Sensor eben zusammenarbeiten. Die interessante Variante ist natürlich dann die Watson IoT-Plattform. Lufthansa hat heute bekannt gegeben, dass die sich für Watson auch entschieden haben, als deren Analytics-Plattform und BI-Plattform. Da gibt es ein IoT-Portal, kann ich als Privatanwender mir einen Account einrichten, kostet kein Geld, kriege natürlich auch wenig Speicher oder kaum Speicher. Aber das Interessante an dem Dingen ist, ich kann mich da sofort mit so einem Sensor hin verbinden. Und dann kann ich mir schon in etwa vorstellen, ich habe hier einen Sensor, jetzt ich alleine, kann mit dem bei IBM auf deren Plattform eben schon irgendwelche Analysen machen. Was mir IBM dort anbietet, ist letztendlich Serverless Computing oder Function as a Service. Das heißt, ich kann die Werte dort anliefern und kann irgendwelche Funktionen ausführen oder mit anderen Werten verknüpfen und da eine Aktion draus ableiten. Ich kann es natürlich auch noch ein bisschen günstiger machen. Weiß nicht, wer von Ihnen kennt Arduino als Entwicklungsplattform. Es ist eben so eine Plattform, mit der ich relativ viel kleine Roboter und sonstige Dinge bauen kann. Ich kriege einen Dreierpack bei Amazon für 18 Euro. Der kommt eben auch gleich mit einer Internetverbindung oder mit einem Wi-Fi-Modul, wo ich mich ins Internet verbinden kann. Und hier kann ich jetzt dann schon mal, das sind auch alles Einzelpreise, Einzelstückzahlen als End-User. Das heißt, ich kann mir so ein Dingens nehmen, baue mir einen Sensor dran, hänge die ganze Platine an den Akku. So eine Powerbank, ich weiß nicht, ob hier jetzt irgendwelche Hersteller auch sind, die so eine Powerbank vielleicht verschenken. Damit läuft eben diese Platine 15 bis 20 Tage und würde so einer Watson IoT-Plattform eben diese 20 Tage lang auch Daten liefern. Hier dran das Interessante, wer die Arduino-Plattform kennt, weiß, die wird in einem C-ähnlichen Dialekt programmiert. Da kann ich mit 50 Zeilen Code tatsächlich schon wieder so eine Internetverbindung zu dem Watson-Portal aufbauen und kann eben auch dafür sorgen, dass mein Sensor mit
eben einer großen IoT-Plattform kommuniziert und ich dort mit den Daten, die ich gemessen habe, tatsächlich dann auch gewisse Analysen fahren kann. Wenn ich jetzt einen Commercial Account habe, kann ich die Daten natürlich dort auch speichern und kann eben die Daten mehrerer Sensoren zusammenführen und kann dann eben auch Gruppenanalysen machen. Das ist eigentlich das, was mich interessiert nachher. Was steckt jetzt also dahinter? Das heißt, wir haben festgestellt, diese Sensoren gibt es selbst für den Privatanwender für kleines Geld. Das heißt, für den großen Commercial-Anwender, der bezieht sich dann eben die Innereien als Chip, baut sich seine eigenen Sensoren, die er in seine Produkte nachher einbaut, sei es eine Waschmaschine, Bohrmaschine oder sonst irgendwas, und produziert damit eine Unmenge von Daten. Ich weiß nicht, ob von Ihnen mal jemand in den Watson Towers bei IBM in München war. An den Watson Labs, IoT Labs, liegt ein BMW i8 in seine Sensoren zerlegt, an der Zahl 860 Sensoren. Der Kenner unter Ihnen wird dann sagen, ja, das muss das alte Modell sein. Es ist das alte Modell, weil das neue Modell hat 1800 Sensoren. Aber da kann man sich denn in etwa mal ausrechnen, wie viele Sensoren in modernen Fahrzeugen mittlerweile verbaut sind, wie viele Sensoren eben draußen unterwegs sind. Natürlich sendet jetzt nicht jeder einzelne Sensor seine Daten an BMW. Machen sie sowieso nicht, weil die Automobilhersteller in der Regel keine Internetplattformen betreiben, sondern das bietet IBM beispielsweise in diesem Fall, deswegen steht der i8 dort als Service an. Letztendlich geht es aber darum, Unmenge Sensoren, die noch mehr Daten produzieren, die alle eine Netzverbindung haben und die natürlich in die Rechenzentren liefern wollen. Das heißt, ich habe natürlich erstmal einen großen Storage-Bedarf, einen sehr großen Bedarf an Infrastruktur, an Compute-Infrastruktur in den Rechenzentren. Und ich habe eigentlich einen immer wachsenden Bedarf, wenn ich meine Daten tatsächlich in großen Mengen analysieren möchte. Viele Storage-Hersteller sehen eben denn im Internet of Things tatsächlich the next storage hype. Die sagen, diese Unmengen von Sensoren, die immer billiger werden oder immer günstiger werden, in immer größeren Mengen produktiv im Markt ausgerollt werden, betanken die Rechenzentren mit immer mehr Daten. Und das ist natürlich dann so das klassische Bild. Hier möchte man als Storage-Hersteller eigentlich dann sagen, ja, so und so viel Petabyte pro Woche möchten wir schon sehen. Aber warum will ich die Daten überhaupt speichern? Na, letztendlich will ich die Daten eigentlich gar nicht speichern. Ich möchte sie analysieren. Darum geht es letztendlich. Ich möchte die Daten jedes einzelnen Sensoren analysieren oder auch in Gruppen oder in ganzen Verbänden von Sensoren, die entweder vergleichbar verbaut sind oder die eine Beziehung zueinander haben oder andere Gemeinsamkeiten aufweisen. Das heißt, letztendlich möchte ich Analytics machen, ich möchte nicht speichern, ich möchte Analytics machen. Ich muss mir natürlich irgendeinen Weg finden, wo ich die Analytics auch drauf betreiben kann. Die Sensordaten reichen mir natürlich in der Regel nicht, um irgendwelche Aussagen, also selbst Predictive Maintenance, das heißt vorausschauende Wartung, kann ich allein mit den Sensordaten nicht machen. Ich muss mir schon mehr Informationen eigentlich auch besorgen.
Das heißt, es müssen Produktionsdaten mit einfließen, es müssen die Entwicklungsdaten mit einfließen. Und natürlich interessiert mich als kommerzielles Unternehmen auch die Daten aus dem Vertrieb, das Kundenverhalten, Bewegungen bei den Kunden. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die Automobilindustrie, habe ich durchaus auch ein Interesse an Daten, die übers Wetter oder eben auch über die Verkehrslage. Das heißt, dann kann ich mir ein Gesamtbild machen über das Sensorverhalten und kann das auswerten. Nun kann ich mir natürlich vorstellen, dass ich als Automobilhersteller einen Teufel tun werde, jetzt die ganzen weltweiten Wetterdaten mir in meinem eigenen Rechenzentrum mitzuschreiben, um nachher Analysen zu fahren. Dasselbe gilt natürlich auch für die Daten, Verkehrsdaten zum Verkehrsfluss, sei es jetzt Flugverkehr, Schiff, Wasser oder auch rein der Transport. Das heißt, solche Daten kaufe ich mir bei einer Analyse natürlich auf Pay-as-you-go oder Pay-per-Use-Modell ein. Das heißt, ich bin in irgendeinem großen Rechenzentrumsverbund, wo ich meine Daten liegen habe, wo ich die Wetterdaten und oder Verkehrsdaten als Service mit dazu kaufen kann. Und dann kann ich eben aber auch vernünftige Analysen darüber fahren, über diese ganzen Datenbestände. Es ist natürlich ganz klar, das mache ich nicht im eigenen Rechenzentrum und ich hatte es eben erwähnt, jetzt in dem Fall der beiden Münchner Firmen ist es eben so, dass BMW kein eigenes Rechenzentrum hat, bei dem die Daten empfangen werden, sondern das macht IBM für die. IBM macht aber keine Analysen, das muss BMW selber machen. Das heißt, die kaufen dort ihre eigenen Daten, ihre eigenen Sensordaten als Service ein. Das heißt, wir haben gelernt, es geht eigentlich um die Analysen. Das heißt, meine Internet of Things, meine kleinen Edge-Computer liefern mir nur Daten, die ich in irgendeiner Form analysieren werde. Jetzt haben wir hier eine relativ große Menge an Sensordaten vorliegen. Jetzt kann man sich natürlich auch vorstellen, dass ich als Mensch alleine eben nicht mehr in der Lage bin, diese Unmengen an Daten selber zu analysieren. Also gerade wenn das noch in Echtzeit kommen soll. Wenn Sie sich daran erinnern, TauCam for Life, diese Kamera, ist im Prinzip nichts anderes. Es gibt einen Sensor, der liefert Daten. Wir haben dort einen Datenfluss von 80 Gigabit pro Sekunde gehabt, die eben in irgendeiner Form in Echtzeit analysiert werden wollen. Und man hat es dort gesehen, also ich hatte es erwähnt, wir haben es mit einem neuronalen Netz gemacht und natürlich, das ist genau der Punkt, wir kommen in den Bereich künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Erlauben Sie mir einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Den ersten Hype gab es in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre letztes Jahrhundert. Zu der Zeit ist in etwa Lisp entwickelt worden als Sprache für Expertensysteme. Dann ist eine Zeit lang nichts passiert, ist auch ganz logisch. Wenn ich intelligente Systeme bauen will, die oftmals dann eben neuronalen Netzwerken nachgebildet sind, brauche ich mindestens Rechner, die in der Lage sind, parallel zu rechnen. Warum? Ich muss natürlich die Rückkopplung berechnen. Das heißt, mich interessiert nicht nur die Vorwärtsbewegung, sondern nachher auch die Rückkopplung. Also was hat das Ergebnis gebracht, um das eben wieder anders bewerten zu können. Das heißt, 80er Jahre, der zweite Hype solcher Systeme, da hatte man solche parallelen Prozessoren und war dann eben in der Lage, tatsächlich Rückkopplung zu programmieren. Da gab es denn Firmen, die nichts anderes gemacht haben, wie Lisp Machines oder Symbolics,
die Systeme gebaut haben, die als Expertensysteme im Markt verkauft wurden. Riesenschränke und die wirklich on purpose gebaut und programmiert waren. Ich möchte Ihr Augenmerk mal auf die linke Seite richten. Wenn man damals von künstlicher Intelligenz gesprochen hat, war es keine wirkliche eigenständige Intelligenz. Ich habe mein Datenmaterial gehabt, in dem steckt eigentlich die Information drin. Damit möchte ich arbeiten. Aber es gab den Experten, der mir im Prinzip die Maschinen trainiert hat, und es gab den Programmer, der da Algorithmen entwickelt hat und die Algorithmen auch implementiert hat. Und letztendlich waren solche Expertensysteme in ihrem Fachgebiet durchaus ganz gut, aber sie waren nicht lernfähig. Also sie haben nicht wirklich selber gelernt. Das hat sich erst so um 2010 in dem Zeitraum deutlich geändert, als die CPU-Leistung deutlich günstiger zu haben war. Das heißt, ich hatte im T-Camp for Life vorhin erwähnt, ich habe es nicht erwähnt, ich sage es Ihnen jetzt. Wir haben mit 4000 Cores, also das neuronale Netz, mit dem wir letztendlich die X- und Y-Koordinate berechnet haben, hat 4000 Cores verbraten, um die in Echtzeit zu berechnen oder nahezu Echtzeit zu berechnen. Diese 4000 Cores sind eben zu der Zeit vor 5 Jahren in der K20 von Tesla dann zu einem Preis 2500 Euro oder sowas im Markt verkauft worden. Es gibt es natürlich klasse GPU-Server, wir haben ja hier meines Wissens auch Boston als Aussteller, die eben genau solche Systeme vertreiben, das heißt, da kann ich mehrere von diesen GPU-Karten reinbauen und diese GPUs kann ich natürlich dann zum Rechnen verwenden. Wir reden da heute über 16.000, 20.000 Cores. Warum habe ich jetzt hier noch Power und x86 unterschieden? Ich bin ein Spielkind. Power hat natürlich den schönen Vorteil, dass GPU und Power dasselbe Memory sharen können. Bei den x86-Systemen muss ich die Daten immer hin und her schieben. Das kann ich mir bei dem Power-System sparen. Und meines Wissens ist eben auch Boston mit solchen Systemen hier vertreten. Es wird aber klar, die Datenmenge explodiert förmig, nimmt rasant zu. Ich kann das als Experte gar nicht mehr wirklich trainieren. Ich kann als Programmierer die Algorithmen gar nicht mehr hinterher schreiben, wie sie meine Daten erfordern. Das heißt, wieder Ihre Aufmerksamkeit auf der linken Spalte. Heutzutage enthalten die Daten immer noch die Information, aber die Daten schreiben auch die Regeln und die Daten trainieren auch die Systeme. Das ist eigentlich so der Change in der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren. Jetzt habe ich eben gesagt, hier haben wir 12.000, 16.000, 20.000 GPU-Cores, mit denen wir rechnen können. Das Ganze kann ich natürlich als Cloud-Service machen, ob das jetzt bei Amazon, TensorFlow oder Caffe-Frameworks sind, ob das der Cognitive Toolkit von Microsoft ist, IBM Watson, hatte ich schon öfter drüber gesprochen, oder auf der Google-Plattform Google DeepMind beziehungsweise auch TensorFlow. Warum? Ich kann heutzutage zu Amazon gehen, zu AWS und kann für 14 Dollar die Stunde mir ein komplettes TensorFlow-Framework für 14 Dollar die Stunde eben konfigurieren und das dann auch nutzen. Das werden wir noch brauchen, werde ich gleich dazu kommen. Das heißt, die Analytics heute
hat genügend Leistung und Power zur Verfügung, um mit den Riesendatenmengen eigentlich auch umgehen zu können. Jetzt würde ich mal fragen, wie kriege ich denn die Intelligenz nachher zurück in die Edge? Das ist ja eigentlich das interessante Thema, weil wenn ich jetzt sage, wir haben Milliarden von Sensoren draußen, es ist 5G eine Diskussion, also die ganzen Netzwerke, die ganze Infrastruktur, das ist ja alles eine Diskussion. Der eine will es nicht haben, den anderen ist es zu teuer. Letztendlich ist natürlich die Behauptung, die ich jetzt heute hier aufstelle, ich bin durchaus in der Lage, einen Teil der Intelligenz zurück in die Edge oder in die Sensoren zu verlagern, um damit eben auch den Netzwerktraffic geringer zu halten. Da bin ich nicht alleine. Da sind schon andere Unternehmen natürlich drauf gekommen. Und es gibt dann solche AI, ANN steht für Artificial Neural Network, also künstliches neuronales Netz. Und da gibt es Beschleuniger für. Einer der bekanntesten dürfte Nvidia Jetson sein. Die Preise, die hier so drinstehen, das ist immer für den Privatanwender, der sich eigentlich bis auf die TPU, die rechts abgebildet ist, alle Systeme auch nach Hause holen kann. Nvidia ist bei vielen Autoherstellern mit autonomem Fahren verbaut. Das ist im Prinzip nichts anderes. Ich habe eine künstliche Intelligenz vor Ort, ich habe neuronale Netze vor Ort, die aber trotzdem noch ganz gut Rechenleistung brauchen. Also wir haben in dem Fall 128 Cores auf Maxwell-Technologie. Das ist schon eine beachtliche Rechenleistung, 470 Gigaflops. Und hier reden wir über echte Floating-Point-Rechenleistung. Auf der linken Seite die Neuronal Compute Sticks von Intel. Die sind eigentlich eher on-purpose-trained, das heißt, da geht es um Bilderkennung, hauptsächlich Objekterkennung, und die beschleunigen eben solche Anwendungen enorm, wenn ich ein oder mehrere Sticks, also man sieht es so ein bisschen im Hintergrund hier, da ist ein kleiner USB-Hub, an dem 4 Sticks stecken. Das heißt, damit kann ich die Leistung durchaus parallel skalieren. Und da ist denn, da wird ein Bild vor der Kamera dann tatsächlich innerhalb von Millisekunden identifiziert im Vergleich zu mehreren Sekunden, die die normale CPU dafür bräuchte. Auf der rechten Seite ist, wenn ich denn bei Google mir solche Services eben kaufe, wie ich eben gesagt habe, $14 die Stunde, das sind auch wieder on-purpose entwickelte Prozessoren, die eben hauptsächlich Matrizenoperationen beschleunigen. Wenn ich eben bei Google ein neuronales Netz kommerziell aufbaue und rechnen lasse, dann baut mir Google im Prinzip ein Pod auf aus 1024 TPUs und 256 CPUs, und damit kriege ich in etwa 100 Petaflops. Diese Petaflops sind nicht wirklich zu vergleichen mit der reinen Floating-Point-Leistung. Man musste wissen, dass Google, das werden wir nachher auch brauchen, mit BFloat 16 arbeitet, das heißt 7-Bit in der Mantisse, das heißt, sie rechnen mit wesentlich mit einer geringeren Genauigkeit, die brauche ich aber im neuronalen Netz nicht. Gut, yes, da ist es wieder. Das ist jetzt so ein Kandidat, der im Prinzip sich aus der Entwicklung der Hardware-Entwicklung von Google, der TPU, ergeben hat. Hier hat ein Hersteller, SparkFun, eben beziehungsweise ein Prozessorhersteller, Ambic, ein System gebaut, in dem ich TensorFlow Lite Neuronal Networke eben in so einen Chip implementieren kann. Und beachtlich ist jetzt hier eigentlich,
dann so eine Aussage wie 6 Mikroampere pro Megahertz, das Dingens läuft mit 48 Megahertz, das heißt bei 300 Mikroampere. Das ist so eine, auch wieder so eine Spielplatine, die ich mir als Privatanwender für 15 Euro kaufen kann, wird mit einer 2032, also so einer Knopfzelle, betrieben und hat zwei Mikrofone. Werden Sie wahrscheinlich von da hinten nicht sehen, das sind die eckigen Dinger an den Bohrlöchern links. Und wenn Sie den kaufen für die 15 Euro, dann ist der vorprogrammiert. Und wenn Sie dem Chip dann sagen, yes, dann leuchtet die gelbe LED. Und wenn Sie sagen, no, dann leuchtet die rote LED. Wenn Sie sagen, yes, was ein Schwachsinn. Aber Sie können natürlich auch den Bayern unter uns ja sagen lassen. Oder Sie können auch den Franzosen yes sagen lassen. Der Unterschied ist, wenn ich im Moment Spracherkennung mache mit normalen Systemen, die reagieren in der Regel dann hinten auf das S. Dieses System hat ein komplettes neuronales Netzwerk aus Tausenden von Sprachbeispielen in Low Resolution eben auf dem Chip und ist in der Lage, eben viele Dialekte auch zu erkennen. Ich gehe mal davon aus, dass jeder, der hier im Publikum sitzt, ein Smartphone haben wird. Wie viele von Ihnen nutzen Hey Google oder Siri? Jetzt stellen Sie sich vor, bei Hey Google, das Android-Handy mit seinen 8 Cores, sitzt da, hört zu und analysiert eben das Yes mit seinen 8 Cores. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie bauen so einen Chip in so ein Handy ein, der eben 6 Mikroampere pro Megahertz zieht, der vorprogrammiert ist auf Hey Google, dann können Sie Ihr Telefon in Deep Sleep Mode schicken und erst wenn Sie sagen Hey Google, wird der kleine Chip, der so gut wie keinen Strom gebraucht hat, den großen Bruder wecken, damit der dann den nächstfolgenden Satz analysieren kann. Das Spannende daran ist natürlich, er braucht keine Internetverbindung dafür. Er macht das auf dem Chip. Und das macht eben auch dieses kleine Beispiel so interessant. Sie brauchen überhaupt keine Internetverbindung. Der ist in der Lage, eben diese Analyse tatsächlich on-chip zu machen. Dasselbe können Sie auch, der Kenner unter Ihnen wird es erkannt haben, Sie können auch eine Kamera anschließen. Sie können natürlich den Chip auch so programmieren, dass der auf eine ganz bestimmte Person oder Sie bauen es an Ihre Balkontür, Terrassentür für den Hund und die Katze, dass eben nur Ihre Katze oder Ihr Hund reingelassen wird, das würde er erkennen. Das sind intelligente Sensoren. Ich hatte es angesprochen, die Technologie, das in einen Chip zu packen, kommt von Google oder wird durch Google drin forciert. Auch bei Google kriege ich mittlerweile einen USB-Accelerator. Das heißt, da ist eine TPU als externe USB-Plugin dran. Es gibt es als Developer-Board, wo ich eben auch wieder Kamera anschließen kann. Da läuft ein Mendelssohn Linux drauf. Und hier ist so der kleine Beweis. Ich habe eins dieser Beispiele auch nachgebaut. Das heißt, es ist ein Raspberry Pi mit der Kamera, die sieht man hier schlecht, den ich auf die Vorder- und Rückseite von der Platine trainiert habe. Das heißt, ich kann dann die Platine in Vorderseite hinhalten, leuchtet die grüne LED, Rückseite hinhalten, leuchtet die blaue LED. Ich kann natürlich auch Orangen hinhalten und dann halte ich einen Apfel hin, dann sehe ich, dann weiß der Chip, es ist kein Apfel. Ich kann aber auch einen orangenen Schriftzug hinhalten, dann weiß das System, ist auch keine Apfelsine. Das heißt, es ist nicht ein einfaches Erkennen von Texturen, sondern es ist tatsächlich künstliche Intelligenz, die hier drin ist. Und ich sehe, ich komme zeitlich ein bisschen aus dem Ruder. Passt, okay. Wie machen wir das? Oder wie können wir das machen? Kleiner Ausflug in die TensorFlow-Welt. Das ist eines der bekanntesten Frameworks.
in der künstlichen Intelligenz. Das heißt, meine klassische Aufgabenstellung ist hier rechts, ich habe Daten, die muss ich trainieren, daraus kriege ich Modelle und ich ziehe mir Checkpoints. Wenn ich mir angucke, wie läuft so ein Training ab, das ist ja das, was Zeit kostet in der künstlichen Intelligenz. Nachher das Bewerten von den Objekten, das kostet nicht Zeit. Das Trainieren dieser Netzwerke, dass die nachher automatisch auch Entscheidungen treffen können, das ist das, was Zeit und Rechenleistung kostet. Deswegen habe ich so oft auf die Cloud verwiesen in meinem Vortrag. Das heißt, wir gehen also zum Trainieren des Modells am besten in die Cloud, haben dort 40.000 Cores oder nehmen so einen TPU 3.0-Pod mit 100 Petaflops, um das Netz zu trainieren. Und dann kann man sich in etwa auch vorstellen, was das bedeutet. Es gibt, Sie kriegen die Folien ja zugeschickt, da sind zwei Links drauf, Teachable Machine with Google.com. Da sind ein paar ganz interessante Beispiele auch drauf, was das nachher bedeutet. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das heißt, ich trainiere in der großen Cloud und für jede Iteration setze ich einen Checkpoint. Was mache ich bei dem Checkpoint setzen? Ich wandle eigentlich Variablen in Konstanten um. Mit Konstanten kann ich als kleiner Computer eben wesentlich besser umgehen. Ich gehe aber nicht nur her und mache mir Gedanken über jeden Checkpoint, über jede Iteration, sondern ich berechne auch Berechnungsgraphen oder schaue mir die Berechnungsgraphen an. Und die speichere ich eben auch noch mit ab. Das heißt, ich habe mein Netz trainiert, da kommt irgendein Modell bei raus. Ich habe neben dem Modell die Checkpoint-Files, also die Checkpoint-Informationen. Ich habe jetzt die Graph-Definition. Und aus den Graph-Definitionen und den Checkpoints kann ich eben ein Frozen Graph definieren. Dieser Frozen Graph ist im Prinzip, spiegelt ja eine Gesamtheit der Iteration meines Trainings im neuronalen Netz wieder. Und mit dem TensorFlow Optimizer Converter Tool, das ist das Toku-Tool unten, erzeuge ich ein TF-Lite-Modell. Das TF-Lite-Modell ist natürlich das, mit dem ich am Ende auf meine Sensoren oder ich kann auch Android, iOS-Apps schreiben. Das heißt, ich kann Riesennetzwerke trainieren, kann mir die Information in geringer Auflösung, heißt eben, ich arbeite wenig mit Variablen, hauptsächlich mit Konstanten und eben in einer abgespeckten 16-Bit-Welt eigentlich und habe dort eben die Information über mein neuronales Netz und damit gehe ich auf den Sensor. Den kann ich zwar natürlich im Nachgang nicht mehr so einfach umtrainieren. Dafür müsste ich eigentlich den ganzen Workflow, durch den ich eben so gerast bin, TensorFlow Lite, durchgehen, um eben ein neues Modell zu erzeugen. Das ist der Unterschied. Aber letztendlich kann ich mit dem TF-Lite-Modell meine Sensoren, meine Applikationen auf meinem Smartphone oder eben dann auch am Ende irgendwelche Geräte tatsächlich entwickeln, die eine eigene Intelligenz haben und diese eigene Intelligenz haben, ohne eine Verbindung zu einem Rechenzentrum brauchen. An dem Beispiel der kleinen Platine hier unten, ich könnte eben die beiden Mikrofone auch auf ein Lager bauen. Wenn ich den Chip alleine kaufe, reden wir über Centbeträge, mit den Mikrofonen immer noch über Centbeträge, könnte ich beispielsweise in jeden Lüfter einbauen und dort eben tatsächlich schon erkennen, ob der Lüfter, das Lüfterrad, das Trudeln anfängt oder ob es ansonsten irgendwelche Anormalitäten gibt und daraufhin eben
lokal im Sensor schon reagieren. Ich hatte eben angesprochen, das Teachable Machine with Google.com. Interessantes Beispiel, was dort auch gezeigt wird, kann sich jeder angucken. Dort gibt es jemand, der sehr schwer verständlich redet. Das heißt, aufgrund Schlaganfall oder was weiß ich. Auf jeden Fall halten die ihm im Prinzip so einen Sensor vor den Mund, der hört zu und er erkennt, wenn sie das auf dem Monitor sehen, erkennt er das, dass sie, erkennen sie das, sie verstehen das nicht, was der sagt, aber unten wird der Text gepromptet, was er tatsächlich sagt. Und das basiert eben darauf, dass die aus Unmengen von Daten eben ihre Modelle entwickelt haben und diese Modelle eben ganz klein gepackt auf den Sensor packen und das auf dem Sensor entscheiden können, ohne dass ich eine Internetverbindung brauche. Und bevor mich die Kerstin jetzt von der Bühne schmeißt, sage ich vielen Dank fürs Zuhören.